Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Ich möchte Schriftsteller werden. Man kann nicht immer machen, was man will. Thomas, Thomas. Lieber Thomas, ich bin hier die Dozentin. Ich habe leider nicht den Eindruck, dass wir was von Ihnen lernen können. Thomas. Ich übertreibe es ja nicht. Übertreibung ist der Treibstoff der Fantasie. Wenn wir hier behandelt werden wie Gefangene, dann sollen sich die Genossen auch nicht wundern, wenn wir uns dementsprechend verhalten. Sind Sie Thomas Prasch? Ich hätte einige Vorschläge, wenn man dieses Land verbessern könnte. Mach's mich krank. Sicher, es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind frei. Die Welt ändert sich aber nicht, wenn man sich zufrieden gibt. Du machst immer nur, was du willst. Schreib's denn gerade? Liebesgedicht. Dann raus damit. Die geteilte Stadt, der geteilte Himmel, der Staat und seine Untertanen. Erst die Mauer, jetzt die Panzer. Das Volk muss sich wehren. Und als letzte Chance, weil es Ungerechtigkeit gibt, das Verbrechen. Ich will meine Meinung sagen und gehört werden. Er war dabei. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben? Ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller dürfen mit dem Weltkrieg spielen, ja? Der Staat, den ich verlassen habe, ist ein Staat gewesen, der mir sehr nahe ging. Ich habe dir ein Stück auf den Leib geschrieben. Für mich? Der Alte hatte recht. Bei den Arbeitern ist ein richtiger Dichter aus dir geworden. Man darf das Publikum nicht langweilen. Man muss es mit der Axt erwecken. Marx sagt, dass man alles in Frage stellen muss. Die Welt wird dich lieben, Thomas. Wenn ich schreibe, bin ich die Welt und nicht die Landkarte. Eine bessere Landkarte als Arschkarte.